Sie hören den Kurier. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto: Impfen schützt, Impfen hilft, Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Er ist der reichste Mann der Welt. Sein Gesamtvermögen im Jahr 2022 ca. 200 Milliarden US-Dollar. Die Rede ist von keinem anderen als Elon Reeve Musk. Der Tech-Milliardär sorgt ja immer und immer wieder für Schlagzeilen und für durchaus kuriose Tweets. Und Tweets ist auch unser Stichwort für heute, denn Musk hat ja die Plattform Twitter gekauft. Doch seitdem herrscht eher Chaos als geregelte Übernahme. Entlassene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gelöschte Konten, Gerüchte über kostenpflichtige Abo-Konzepte und so weiter. So manche Nutzerinnen und Nutzer und vor allem auch Werbekunden freut das nicht. Fährt Musk Twitter also gerade so richtig gegen die Wand? Darüber spreche ich heute mit Marcel Strobel, Redakteur bei der Future Zone. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 10. November und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Vor kurzem erst hat der Tech-Milliardär Elon Musk die Übernahme von Twitter abgeschlossen. Rund 44 Milliarden Dollar soll er dafür gezahlt haben. Eine seiner ersten Handlungen: gleich mal die gesamte Chefetage des Unternehmens entlassen. Damit nicht genug, auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gefeuert, um nur wenig später einem Teil davon wieder anzubieten, ins Unternehmen zurückzukehren. Rund um Musk und Twitter herrscht im Moment scheinbar viel Chaos. Stetig neue Funktionen, Vorschläge oder Entscheidungen, die kurz darauf wieder zurückgezogen werden. Das bringt viel Kritik. Doch auch im Zuge der Midterms, also der US-Zwischenwahlen, die ja gerade in den USA stattgefunden haben, steht der US-Kurznachrichtendienst in der Kritik. Der Vorwurf, es sei nicht angemessen gegen Fehlinformationen vorgegangen worden. Denn die Twitter-Posts der republikanischen Kandidaten Marjorie Taylor Greene und Carrie Lake hätten gemäß den Richtlinien des Unternehmens Warnhinweise enthalten müssen. Das hat die US-Nichtregierungsorganisation Common Cause erklärt. Die Beiträge von Greene und Lake sollen Zehntausende von Likes und Retweets auf Twitter erhalten haben. Common Cause, die sich für Transparenz in der Politik einsetzen, haben auch eine deutliche Verlangsamung der Reaktionszeit von Twitter seit Freitag festgestellt. Das wiederum soll mit der vorher angesprochenen Entlassung der zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun haben. Aber wieso herrscht da derzeit eigentlich so ein Chaos? Warum wollte Musk unbedingt Twitter haben? Und fährt es jetzt gerade so richtig gegen die Wand? Bei mir im Studio ist jetzt Marcel Strobel von der Future Zone, um mit mir genau darüber zu sprechen. Hallo Marcel, erstmal danke, dass du dir heute die Zeit nimmst für das Interview mit mir. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Marcel, bevor wir gleich ein bisschen genauer in dieses Twitter-Chaos, das ja da doch gerade ein bisschen herrscht, eintauchen, würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen mit dir in die Vergangenheit schauen, weil schon seitdem bekannt geworden ist, dass Elon Musk Twitter übernehmen möchte und jetzt auch übernommen hat, war das Ganze ja alles sehr chaotisch. Daher vielleicht gleich mal die erste Frage: Warum ist Twitter für Musk überhaupt so wichtig? Warum wollte und will er das unbedingt haben? Ja, das ist natürlich eine gute und auch sehr, sehr schwierige Frage, weil man ja nicht direkt quasi in den Kopf von Elon Musk hineinschauen kann. Er begründet seinen Kauf oft oder immer eigentlich mit der freien Meinungsäußerung. Also er hat schon Anfang des Jahres oft kritisiert, dass auf Twitter
die freie Meinungsäußerung eingeschränkt ist, dass Accounts blockiert werden, zum Beispiel der von Trump ganz am Anfang des Jahres. Und das findet er nicht gut und deswegen, wie gesagt, vertritt er die Position quasi als Retter der freien Meinungsäußerung. Und das ging eine lange Zeit auf Twitter so, dass er sich quasi oft einen Spaß daraus machte und irgendwann hat er anscheinend gehandelt und es wurde ernster. Und dann gab es im April das Proposal, also den Vorschlag, Twitter aufzukaufen. Und jetzt sind wir ein halbes Jahr oder ein gutes halbes Jahr danach und er ist jetzt CEO von Twitter. Mhm. Du hast jetzt schon was angesprochen, und zwar das Thema Meinungsfreiheit. Er sagt ja selbst manchmal, er ist Absolutist der Meinungsfreiheit. Und er hat ihm auch gesagt, er möchte der Redefreiheit auf Twitter mehr Gewicht geben. Das hast du jetzt schon angesprochen. Jetzt ist aber die Frage, ist davon schon irgendwas zu spüren? Weil es hat sich ja sogar zugetragen, dass er teilweise Accounts gesperrt hat, oder? Ja, also es geht drunter und drüber, du hast recht. Es ist quasi täglich was anderes, fast schon stündlich was anderes. Und freie Meinungsäußerung, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also wo sieht man da die Linie? Welche Accounts blockiert man? Welche Regeln lässt man in Kraft? Also so wie er das immer wieder betont, sind die Regeln, die Twitter vorher hatte, also zum Thema freie Meinungsäußerung, nicht geändert worden durch seine Übernahme. Die sind immer noch in Kraft. Also es ist Rassismus und Hassrede und so weiter ist immer noch nicht erlaubt auf der Plattform. Kurz nachdem Musk also Twitter übernommen hat, Ende Oktober war das, gab es auf einmal eine Welle quasi an Hass- und Rassismus-Kommentaren. Die wurden dann auch relativ bald gelöscht wieder. Mhm. Ja, die Manager dort haben gesagt, es ist von einer relativ kleinen Anzahl an Usern ausgenutzt worden sozusagen und die wurden dann wieder beseitigt. Und dann gab es natürlich noch den Fall, dass er selbst Twitter-Konten sperren ließ. Und das hatte nämlich zu tun, nachdem er zum Beispiel gepostet hatte, dass jetzt zum Beispiel Comedy auf Twitter wieder legal sei. Also Musk macht immer wieder gerne ein bisschen scherzhafte Kommentare auf Twitter. Und das nutzt natürlich viele aus und besonders auch viele Comedians und Satiriker und so weiter und so fort. Und haben sich gleich gedacht, okay, wenn Comedy erlaubt ist, ich nehme mir quasi das Profilfoto von Musk, nenne mich selber Elon Musk und tue dann alle möglichen Gerüchte verbreiten oder mir einen Spaß draus machen und so weiter. Und das hat er dann doch nicht so spaßig gefunden und deswegen ließ er die dann zumindest vorübergehend sperren. Was du beschreibst, klingt auf jeden Fall alles sehr konfus. Du hast doch gerade schon erzählt, er ändert täglich, teilweise stündlich seine Meinung und macht das ja auch immer sehr öffentlich auf Twitter. Viel Aufregung gab es ja auch darum, dass er die Hälfte seiner Belegschaft entlassen hat und dann aber quasi wieder zurückgeholt hat, oder? Also ja, ich glaube, Musk verkörpert so wirklich die Silicon Valley-Einstellung. Es gibt ja immer dieses Motto, move fast and break things. Also man soll sich schnell weiterentwickeln und dabei quasi nicht darauf achten, was am Weg zerbricht oder was dabei kaputt geht. Und das war genau so ein Move. Ich glaube, er hat über 3.500 Leute gefeuert, nur um einige wieder am nächsten Tag zurückzuholen, weil man dann einfach eingesehen hat, dass so ein Nachrichtendienst ohne die Fachleute doch nicht so einfach läuft von einem Tag auf den anderen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das Motto, das du gerade zitiert hast, hat in dem Fall dann wahrscheinlich nicht ganz funktioniert, weil da ist ganz viel zu Bruch gegangen. Genau, es ist, und ich glaube, das mag er auch. Er zerbricht gern Sachen und da ändert er dann von einem Tag auf den nächsten seine Meinung oder lässt sie ändern quasi und dann werden die wieder zurück angeheuert oder Alternativen geholt oder halt im schlimmsten Fall funktioniert es nicht und er fährt das wirklich gegen die Wand. Aber das wird erst die Zukunft zeigen dann. Aber das heißt, durch diese raschen Entscheidungen, die er da getroffen hat, zum Beispiel, weil du gerade auch gesagt hast, dann sind viele Fachleute entlassen worden, das hat schon auch bereits jetzt zu technischen Problemen geführt, oder? Technische Probleme, also der Dienst ist, glaube ich, an sich funktioniert gleich wie vorher. Er hat natürlich bei seiner Übernahme extrem viele Neuerungen angekündigt, also sagen wir, blauer Haken, Verifizierung, irgendwelche monetären Sachen. Also es, und er gibt dann den Leuten, weiß nicht, eine Woche Zeit, das zu implementieren, was natürlich in der Branche eine extrem kurzfristige Aktion ist. Auch wieder droht dann mit Kündigungen etc., falls sie das nicht schaffen. Also er bewegt sich da ziemlich schnell. Und in der Tech-Branche, besonders in
den USA ist man das halt noch nicht gewöhnt, dass da so einer daherkommt und auf einmal 3.500 Leute rauswirft einfach aus dem Unternehmen. Mhm. Ja, und weil du jetzt schon angekündigt hast, dass er hat ja immer wieder, und das hast du jetzt eben auch schon erzählt, durchblitzen lassen, dass da eben Monetarisierungsformen kommen. Dann gab es dieses Chaos mit den blauen Häkchen. Das heißt, wir können jetzt aber auch noch gar nicht sagen, wie es irgendwie weitergehen wird. Oder ist zumindest schon klar, dass Twitter doch kostenpflichtig wird? Schwierig zu sagen. Also, dass irgendwie Geld reinkommen muss, das ist klar, weil Twitter hatte seit seiner Gründung, glaube ich, bisher nur 2 Jahre, wo es mit einem Plus abgeschlossen hat, sonst hat es immer Verlust gemacht. Ich glaube, für Elon Musk, die Übernahme ist auch 44 Milliarden Euro, zahlt er nicht einfach aus der Portokasse. Also das ist auch für den reichsten Menschen der Welt kein Kinkerlitzchen. Und deswegen versucht er jetzt, das so gut wie möglich irgendwie zu monetarisieren. Die blauen Haken vielleicht für Leute, die nicht auf Twitter sind, das ist eine Art Verifikation. Also wer einen blauen Haken hat, bei dem kann man quasi sicher sein, dass da eine reale Person oder ein Unternehmen oder eine Organisation dahinter steckt. Und die, hieß es jetzt, will er kostenpflichtig machen, also für $8 im Monat, dass du das zahlst und dann kriegst du einen blauen Haken. Bisher war das so, dass du quasi da ansuchen musstest und die haben entschieden, bist du wichtig genug, hast du genug Reichweite etc., damit du so einen blauen Haken erhältst neben deinem Namen. Ist aber gar nicht sicher, ob ihm das wirklich das Geld bringen würde, was er braucht, oder? Weil damit ja dann auch vielleicht den Menschen, also wenn ich jetzt meine 8 Euro im Monat zahle und ich bekomme dafür einen blauen Haken, hat er ja, glaube ich, angekündigt, dass ich dann vielleicht die Hälfte weniger Werbeanzeigen sehe, was ihm ja wiederum dann Geld kostet. Ja, das ist immer, je nachdem, wie man das rechnet, entweder ein Verlustgeschäft oder es geht sich gerade auf Null aus oder so. Ich glaube, insgesamt hofft er, dass von den, im Moment sind ungefähr 240 Millionen Userinnen und User, glaube ich, auf Twitter täglich aktiv. Von dem hat nur wirklich ein Bruchteil einen blauen Haken. Und sein Kalkül, glaube ich, ist, dass sich deutlich mehr Menschen dafür anmelden oder dafür diese $8 zahlen oder wie viel auch immer das sein werden, um dann so mehr Umsatz zu generieren. Aber natürlich, Werbung ist dann immer noch ein großes Thema, mit dem der Hauptanteil des Umsatzes gemacht werden wird. Und da ist er jetzt natürlich auch durch seinen extremen, schwunghaften Stil vergrault er natürlich jetzt auch viele, viele Werbekunden, große Werbekunden, VW zum Beispiel, Pfizer, Mendeles, die alles bereits auf Eis gelegt haben, ihre Anzeigenschaltungen. Und da wird er sich noch irgendwelche Lösungen ausdenken müssen. Er hat ja sogar auf Twitter geschrieben, Zitat, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Twitter in den kommenden Monaten jede Menge dummer Sachen machen wird. Wir werden behalten, was funktioniert. Und quasi alles andere wird dann wieder geändert. Ja, genau. Das ist genau sein Stil, Move Fast and Break Things. Also einfach ausprobieren, ohne Rücksicht auf Verluste quasi. Und die Frage ist, ob sich das die Nutzerinnen, wie lange sie sich das anschauen und gefallen lassen auch. Und dass nicht wirklich zu viele dann abspringen. Mhm. Was ist da vielleicht abschließend deine Theorie oder vielleicht auch die Theorie von Expertinnen und Experten auch aus den USA? Sind die alle der Meinung, Musk fährt Twitter jetzt so richtig gegen die Wand? Meine Theorie ist, oder meine Meinung ist das nicht. Ich glaube, die wenigsten denken das, weil auch relativ, also die Alternative dazu fehlt. Mhm. Twitter ist immer noch sehr bedeutend, besonders bei eben Persönlichkeiten, Politikerinnen und Politikern, Celebrities, Journalisten und so weiter und so fort. Da kann man nicht von heute auf morgen sagen, wir nutzen eine andere Plattform, in der wir uns vernetzen, in der wir kommunizieren. Also da hat er schon noch Zeit und das wird jetzt nicht so sein, dass 2023 man nichts mehr von Twitter hört, glaube ich. Vielleicht kannst du da ganz kurz, nur weil du jetzt gesagt hast, Twitter hat doch auch einen sehr hohen Stellenwert, oder der Stellenwert in Amerika von Twitter ist ja auch vor allem ganz anders als bei uns in Österreich, oder? Vielleicht kannst du das noch kurz für uns einordnen. Ja, genau. In Österreich ist quasi die Nutzerschaft verschwindend gering. Also es gibt einige Medienleute, wie ich gesagt habe, die in Österreich hauptsächlich Twitter nutzen, glaube ich. In den USA ist es deutlich stärker. In der Politik ist da Twitter sehr stark vertreten. Also wenn man ein Kandidat ist oder ein politisches Amt innehat, ist man quasi gezwungen, dort zu sein. Aber auch in der normalen Gesellschaft sind viel, viel mehr Leute auf Twitter als zum Beispiel in Europa. Und die Frage ist halt, wie oft nutze ich das? Nutze ich das wirklich aktiv oder bin ich da Ding? Es gibt dann immer sogenannte Power-User, die da wirklich Content posten, Inhalte, sich vernetzen etc.,
die sind relativ wichtig für ihn, für Twitter allgemein. Wenn die weg sind, dann wird's haarig. Mhm. Aber ich glaube, soweit die nicht in Massen aus dem Netzwerk wegscheiden, dann hat er gute Chancen, dass das weiter besteht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt und welche Tweets Elon Musk vor allem noch so ablässt in nächster Zeit. Ich sage auf jeden Fall, danke dir für deine Zeit und für deine Erklärungen. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Aber Musk sorgt auch sonst immer wieder für Schlagzeilen. US-Präsident Joe Biden hat sich jetzt etwa offen für eine Prüfung der Auslandsgeschäfte des Star-Unternehmers durch amerikanische Behörden gezeigt. Ich denke, dass Elon Musks Kooperationen und technische Beziehungen mit anderen Ländern es wert sind, geprüft zu werden, hat Biden etwa am Mittwoch in Washington gesagt. Er wolle damit nicht unterstellen, dass Musk etwas Unrechtes tue, eine Prüfung sei aber angebracht. Biden war nämlich gefragt worden, ob er Musk als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit sehen würde. Musk führt ja unter anderem auch noch den Elektrohersteller Tesla und die Raumfahrtfirma SpaceX. Und für Tesla ist China, wo die Firma eine große Fabrik hat, ein wichtiger Markt. Bei der rund 44 Milliarden Dollar, also 44,02 Milliarden Euro, schweren Übernahme von Twitter bekam Musk Geld unter anderem vom saudischen Prinzen Al-Walid bin Talal, einem Tochterunternehmen des staatlichen Investmentfonds von Katar und der Kryptowährungsbörse Binance, die ursprünglich in China gegründet worden war. Die Washington Post hat vor einer Woche berichtet, das Finanzministerium habe bei Twitter mehr Informationen zur Rolle solcher Investoren angefragt. Speziell gehe es darum, ob sie Zugriff auf Informationen wie Nutzerdaten bekommen könnten. Weil der Zugriff auf Daten von Amerikanern aus Drittstaaten ist eine große Sorge der US-Behörden und hat sie bereits gegen die populäre Video-App TikTok vorgehen lassen, die dem chinesischen Konzern ByteDance gehört. Tech-Milliardär Musk hat vor einigen Wochen aber auch mit zwei außenpolitischen Vorstößen für ordentlich Aufsehen gesorgt, die ihm Kritik eingebracht haben. So hat er etwa vorgeschlagen, aus Taiwan eine Sonderverwaltungszone unter chinesischer Herrschaft zu machen. Die Regierung in Taipeh hat das als inakzeptabel zurückgewiesen. Auch hat Musk dafür plädiert, die Ukraine solle die von Russland widerrechtlich annektierte Krim verloren geben und einem Referendum unter UN-Aufsicht in ihren von russischen Truppen besetzten Gebieten zustimmen. Und Stichwort Ukraine, im Krieg mischt der Milliardär ja ordentlich mit. Sein Satelliteninternet Starlink ermöglicht es ja etwa den ukrainischen Militärs seit Kriegsbeginn ihre Kommunikationskanäle offen zu halten. Doch auch hier ziehen sich Musks durchaus sprunghafte Entscheidungen weiter durch. Im Oktober hat Musk nämlich angekündigt, er wolle nicht mehr für die hohen Kosten aufkommen, sondern das US-Verteidigungsministerium solle das machen. Nur einen Tag später hat er seine Aussage wieder zurückgezogen und auf Twitter geschrieben: Zur Hölle damit, auch wenn Starlink immer noch Geld verliert und andere Unternehmen Milliarden an Steuergeld erhalten, finanzieren wir die Ukraine einfach weiter kostenlos. Doch es dürfte dennoch Probleme mit der Finanzierung geben. Denn CNN hat vor einigen Tagen berichtet, dass laut ihren Quellen seit 24. Oktober 1.300 Satelliten offline gegangen sind, wegen Finanzierungsproblemen. Dabei soll es sich um Satelliten handeln, die die Ukraine im März von einem britischen Unternehmen erworben haben soll und die für kampfbezogene Operationen verwendet wurden. SpaceX berechnet laut CNN dem ukrainischen Militär 2.500 Dollar pro Monat, um jedes der 1.300 Geräte am Netz zu halten. Laut der Quelle von CNN war das nicht mehr leistbar. Wenn ihr noch mehr zu Elon Musk und seiner Rolle in diesem Krieg erfahren wollt, wir haben vor kurzem dazu eine eigene Podcast-Folge gemacht. Also hört gern rein. Und was gibt es sonst noch so zu wissen? Anlässlich der COP27, also der Weltklimakonferenz in Ägypten, präsentiert die Umweltschutzorganisation WWF einen neuen, fast 200 Seiten umfassenden Bericht zum Zustand des Amazonas-Regenwaldes. Demnach sind von der voranschreitenden Zerstörung des artenreichen Ökosystems die Lebensgrundlagen von bis zu 47 Millionen Menschen im Amazonasgebiet gefährdet. Fast ein Fünftel des Gebiets sind laut dem WWF bereits unwiderruflich zerstört worden. Mehr zur Weltklimakonferenz und was wir tun müssen, um die Kurve noch zu kratzen, könnt ihr im Podcast von Dienstag nachhören. Und Stichwort Klima, Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben sich heute Vormittag an einem Sockel im Dinosauriersaal im Naturhistorischen Museum Wien festgeklebt.
Damit protestieren die beiden Aktivistinnen, Zitat, gegen den fossilen Kurs der österreichischen Bundesregierung. So heißt es in einer Aussendung. Vor den Überresten der ausgestorbenen Giganten, wie sie sagen, deponierten sie ihre Forderungen zur Überlebenspolitik anstelle der fortgesetzten Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Und der französisch-österreichische Biotech-Konzern Valneva streicht nach dem Einstampfen der Covid-Impfstoffproduktion 20-25% der Arbeitsplätze. Die Maßnahme betreffe auch Österreich, hat Valneva mitgeteilt. Wie viele Jobs in Österreich allerdings gestrichen werden, ist zunächst offen geblieben. Es gäbe in Österreich 250 Stellen, Österreich sei aber weniger betroffen als die beiden anderen Covid-Produktionsstandorte in Schottland und Schweden. Alles, was es sonst noch so zu wissen gibt, findet ihr wie immer auf kurier.at. Damit verabschiede ich mich für heute. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr könnt bald in den Feierabend starten und hört doch auch morgen wieder rein.